Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal LP Aldente und heute habe ich was richtig krasses anzukündigen. So Freunde, und zwar kann ich euch heute endlich verkündigen, dass unser Projekt bald starten wird. Und zwar planen wir seit längerem ein Minecraft-Projekt. Wir haben es jetzt Kuhn PvP genannt. Einfach weil wir es cool fanden, der Name Kuhn Ducks, das passt also zusammen. Auf jeden Fall, und das ist ein Minecraft-Projekt, ähnlich wie das derzeitige YouTuber-Projekt Varo. Und zwar haben wir das Ganze auch ähnlich gegliedert. Das Ganze läuft auf meinem Server, auf meinem Teamspeak-Server, auf meinem Minecraft-Server. Den habe ich jetzt auch schon seit längerem. Und da könnt ihr euch anmelden. Der erste Link in der Beschreibung, da gelangt ihr direkt zum Anmeldeformular. Und jetzt kommen wir erstmal zu den Regeln. Und zwar dürft ihr maximal 15 Minuten am Stück aufnehmen. Außerdem gibt es 15 Minuten Schutzzeit nach dem Beginn. Und zwar dürft ihr maximal 15 Minuten Folgen raushauen. Das wird kontrolliert, beziehungsweise ihr werdet, wenn ich das Plugin noch hinkriege, dann automatisch gekickt. Außerdem, nach dem Start sind erstmal 15 Minuten Schutzzeit, damit nicht gleich in den ersten 2 Minuten die Hälfte rausfliegt. Ihr müsst Minimum 3 Videos pro Woche hochladen. Das sorgt dafür, dass ihr jetzt nicht, was weiß ich, ein Video hochladet und dann war's das. Außerdem muss oder darf immer nur einer aus dem Team aufnehmen. Das heißt, wenn ihr Zweierteams habt, es gibt nur Zweierteams. Nehmen wir mal an, ich werde mit Mark aufnehmen, Link ist auch in der Beschreibung. Dann heißt das, wenn Mark aufnimmt, muss ich nicht aufnehmen, beziehungsweise andersrum. Außer wenn was Spannendes, beziehungsweise wenn irgendeine Kampfsituation passiert, dann wird gebeten, dass ihr beide aufnehmt. Außerdem muss man einen YouTube-Kanal besitzen, wo das Ganze hochgeladen wird. Dann eine annehmbare Sound- und Bildqualität. Das heißt, Minimum 480p, HD, beziehungsweise Full HD, also 1080 oder 720, wären schon schön. Ja, Sound so, dass man es versteht. Außerdem braucht ihr eine gute Internetverbindung. Das heißt, wir möchten keine mit einem, was weiß ich, mit einem 100er Ping oder so bei uns haben, weil das einfach unfair den anderen Spielern gegenüber ist, die dann, was weiß ich, einen besseren Ping haben und dann halt das Ganze sich verschiebt. Das wollen wir nicht. Außerdem braucht ihr Premium Minecraft, das heißt, keine gecrackten Versionen. Der Server ist auch nicht für cracked, das heißt, ihr müsst euch gar nicht anmelden, wenn ihr keine Vollversion von Minecraft habt. Außerdem solltet ihr so im Alter zwischen 12 und 15 Jahren sein. Ausnahmen gibt's, wenn ihr jetzt nicht so die krassen Überkiddies seid. Und ja, das Anmeldeformular, das geht über Google. Das ist ein Google Drive Formular. Das könnt ihr einfach ausfüllen. Der erste Link in der Beschreibung ist das Formular. Wir werden gucken, wann wir das Projekt starten, beziehungsweise wann der Absendeschluss für die Formulare sind. Da werden wir aber gucken, wie viele sich überhaupt beteiligen. Es wäre natürlich schön, wenn so viele wie möglich mitmachen. Wenn ihr noch sagt, ja gut, ich werde da jetzt mitmachen, aber mein Kumpel will mitmachen, dann gebt ihm einfach den Link zum Formular, er soll sich anmelden und dann schreibt das einfach irgendwo noch mit hin, dass ihr Teams machen wollt, zum Beispiel beim Namen einfach der und der noch dazu. Das ist nicht das Problem. Und das war's eigentlich auch schon mit dem Video, das ging jetzt doch 4 Minuten, ich würde es nicht so lang machen. Aber wenn es euch gefallen hat, beziehungsweise wenn ihr teilnehmen wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich so ein bisschen Feedback von euch bekomme. Außerdem könnt ihr mich gerne abonnieren, dann verpasst ihr zum Beispiel keine Neuigkeiten zu dem Projekt, was auch auf meinem Kanal kommen wird. Außerdem gibt es das gleiche Video, das Informationsvideo, auch auf Marc seinem Kanal. Da könnt ihr den Kanal auch gerne mal auschecken, ist auch in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video, vielleicht sogar beim Minecraft-Projekt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!